Hallo ihr Lieben, im Zuge meiner Recherche zum Taurus-Leak, den ich immer noch als ein sehr relevantes Ereignis erachte, bin ich nochmal auf ganz neue, brisante Informationen gestoßen, die ich gerne mit euch teilen möchte. Und aus dem Grund habe ich zuallererst einen Artikel für The Gateway Pundit geschrieben in englischer Sprache, den dann aber sofort übersetzt für kompakt und auch etwas angepasst, so dass er ja für die deutsche Leserschaft ja passender ist. Und möchte gerne diese Informationen hier in diesem Video auch noch einmal ansprechen, damit auch möglichst viele Menschen davon erfahren und das Ganze weiterdenken, denn ich bin nicht Experte auf dem Gebiet Cybercrime und möchte dazu gerne eure Meinung noch hören und teilen und euch auch dazu inspirieren, mehr zu forschen. Und zwar, mich hat es sehr stutzig gemacht, dass ausgerechnet Olaf Scholz sich gegen die gesamte Bundeswehr und das Mainstream-Mediennarrativ zu stellen schien, als er sich gegen die Lieferung von Taurus-Raketen in die Ukraine aussprach. Man muss sich jetzt hier einfach mal diese Ironie vorhalten eigentlich. Für uns ist es vollkommen selbstverständlich, würde ich sagen, dass es ein absolutes Unding ist, ohne das Wissen der Bevölkerung, vor allem auch hier solche radikalen Kriegspläne in der Bundeswehr ja auszuformulieren und dann auch noch verstecken zu wollen, dass Deutschland dahinter steckt. Obwohl aber Taurus-Raketen, muss man wissen, sind extrem destruktiv, können sehr viel Zerstörung anrichten und sind sehr kompliziert zu handhaben. Deswegen hätte Deutschland eben oder die deutsche Bundeswehr sich selbst daran beteiligen müssen und deutsche Soldaten in den Krieg schicken müssen. Und das war ja einer der Punkte, der in dem Gespräch geleakt worden ist, dass alles getan werden muss, damit nicht rauskommt, dass Deutschland involviert ist in das Ganze, damit Russland das nicht herausfinden kann. Genau, und um jetzt noch einmal darauf zurückzukommen, man muss sich diese Ironie vorhalten, dass sich jetzt die Mainstream-Medien und die Bundeswehr darüber aufregen und Pistorius vor allem wutentbrannt darüber, dass Russland unser Vertrauen gebrochen hat, indem wir abgehört worden sind von denen. Sind wir nicht diejenigen, die das Vertrauen gebrochen haben? Beziehungsweise ich möchte uns nicht darin ja, mit einnehmen. Ich möchte uns nicht dazu zählen, denn das, was hier getan wurde, geschah über unsere Köpfe hinweg. Und wir haben jetzt auch wahrgenommen, dass zumindest meines Erachtens ein Großteil der Bevölkerung nicht kriegsbereit wäre und nicht nur sich selbst nicht opfern möchte, sondern vor allem Deutschland nicht für etwas opfern möchte, was einfach null Sinn ergibt. Und Ukraine sollte nicht einmal Teil der NATO sein, aber wahrscheinlich de facto hinter den Kulissen kann man das bereits tun. Aber ich möchte uns als Bevölkerung eben nicht darin inkludieren. So, und der Grund, weswegen ich mich dann noch damit beschäftigt habe, ist, ich wollte dann aber trotzdem noch dem auf den Grund gehen, wie genau dieser Leak zustande kam, wie das Hacken zustande kam. Pistorius sagte in der Öffentlichkeit, dass es ein Bedienerfehler war. Das war natürlich ein peinlicher Fehler der Bundeswehr. Der Teilnehmer an dem Gespräch in Singapur wurde wahrscheinlich einfach abgehört. Das Handy wurde, weiß ich nicht, verwanzt. Vielleicht wurde das WLAN, der WLAN-Hotspot des Hotels gehackt. Aber all diese Möglichkeiten, diese ja, Erklärungsoptionen sind sowas von töricht und fahrlässig, dass das extrem unwahrscheinlich ist. Die Bundeswehr würde nicht ein so kritisches und so brisantes Gespräch einfach mit einem Handy in Singapur starten. So funktioniert einfach das gesamte Bundeswehrsystem nicht, sondern das ist ein Hochsicherheitssystem, das sehr, sehr stark verschlüsselt ist. Und darauf gehe ich auch näher in meinem Artikel ein. Deswegen empfehle ich euch auf jeden Fall, für die Details diesen Artikel zu lesen. Egal ob in englischer oder in deutscher Sprache, ich stelle beides zur Verfügung. Und deswegen muss es irgendwie anders zustande gekommen sein. Und was wir außerdem in dem Gespräch wahrnehmen können, ist, dass wahrscheinlich der Teilnehmer in Singapur von seinem Netbook verbunden war und dort auch ein Hochsicherheits-VPN aktiviert war. Und wahrscheinlich hat er nicht den WLAN-Hotspot vom Hotel genutzt. Außerdem ist das Hotel bekannt dafür, dass es A-List-Promis und Weltstars und Billionäre und so oder Milliardäre mit hohen Sicherheitsanforderungen
zu Gast hat. Deswegen, dass einfach jemand im Nebenraum oder irgendwie in das Zimmer eingebrochen ist oder so, ist auch eher unwahrscheinlich. Außerdem, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wurde von Deutschland aus angerufen und eben nicht von Singapur aus. Das heißt, die Verbindung wurde sicher von Deutschland aus hergestellt, und hätte der Teilnehmer aus Singapur angerufen, dann wäre das Ganze wahrscheinlich durch eine Firewall sowieso nicht durchgegangen. Was bedeutet das jetzt alles? Der Rückschluss ist, dass Deutschland, die deutsche Bundeswehr, das gesamte Serversystem von Grund auf gehackt wurde. Dass dort ein Virus das gesamte System infiziert hat. Und wenn man sich ein bisschen mit Cybercrime auskennt, ich persönlich nicht, habe dazu dann aber ein paar Leute konsultiert, die sich damit auskennen, und einige Artikel dazu auch noch gelesen. Es ist so, dass man so einen radikalen Fehler nicht mal eben beheben kann, indem man ein paar Daten irgendwie verändert oder Passwörter sich neu aussucht, sondern das gesamte System ist im Grunde unbrauchbar. Das ist tatsächlich auch in meinem privaten Bereich schon passiert, dass ein, natürlich nicht in dem Ausmaß, aber dass ein Virus den gesamten Computer infiziert hat, man nur alles löschen konnte und das gesamte System, jahrelange Arbeit, zwar alles weg, musste das gesamte System austauschen, Software, Hardware, nichts funktioniert mehr. Und das ist politischer Suizid, wenn man das jetzt zugeben müsste, dass das gesamte Bundeswehrsystem gehackt ist. Das ist aber gar nicht das Schlimmste, sondern das Allerschlimmste dabei ist, wir wissen von dem Leak. Aber jetzt versetzt euch mal in die Position desjenigen, Russland in dem Falle, der das ganze Ding gehackt hat. Der hat ein großes Interesse daran, die Informationen zu sammeln, bis irgendwann der Knackpunkt kommt, wo er dann entscheidet, dass er etwas leaken wird. Das heißt, die Person hat wahrscheinlich schon massiv Informationen gesammelt, die nicht geleakt worden sind. Noch schlimmer oder noch besser, noch klüger in dem Falle, wäre es, ein Ass im Ärmel zu haben. Informationen, die noch brisanter sind als das, was geleakt worden ist, und damit die Gegenseite zu erpressen. Und so geschieht das auch normalerweise. Das heißt, wir wissen überhaupt nicht, einmal die Bundeswehr weiß es auch nicht, was alles schon aufgedeckt worden ist, und wir wissen nicht, ob Deutschland bereits mit noch brisanteren Informationen, die Russland längst gesammelt hat, erpresst wird. Und das heißt, wir können keins der Statements von oben, von den Personen, die politisch involviert sind in diese ganze Geschichte, für bare Münze nehmen. Wir wissen auch nicht, wer direkt erpresst wird. Vielleicht wird Olaf Scholz direkt erpresst von Russland. Das sind meine Gedanken, die ich hierzu mit euch teilen wollte. Und es könnte eben sehr gefährlich noch für uns aussehen. Die Bundeswehr weiß, worüber sie alles geredet haben. Die Bundeswehr weiß genau, was hinter den Kulissen ablief und was sie der Bevölkerung bewusst verheimlicht haben. Die Bundeswehr weiß, was sich eventuell noch in den Händen von Russland befinden könnte. Wir wissen es nicht. Und deswegen müssen wir gucken, ja, worauf wir uns gefasst machen müssen. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen möchtet, denn ich habe einiges an Recherche da rein investiert und werde das auch weiter tun. Ich habe nämlich noch mehr Informationen gefunden, die ich für sehr wichtig erachte, und ich werde auch da mich jetzt noch eingraben. Dann tut dies bitte. Ich werde alle Unterstützungsinformationen hier wieder unter diesem Beitrag anmerken. Und meine Arbeit lebt hauptsächlich wirklich von eurer Unterstützung bei dem Ganzen. Deswegen bedanke ich mich ganz herzlich dafür und ebenso für eure Kommentare und eure Meinungen dazu. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.